Und jetzt kann ich mich ums Kleinzeug kümmern. Und ich glaube, da liegt der Runenstein. Jawohl. Und der Runenschlüssel. Und jede Menge Gold liegt hier jetzt noch rum. Was die Viecher freigeballert haben. Sehr, sehr schön. So, sammle ich erstmal das Gold auf. Bevor ich mich weiter umschaue. Da oben sehe ich einen Kriecher versteckt. Oder so eine Stachelkolonie eben. Ah, ein paar Bugs, die mir hinterherlaufen. Oh, so ein Dicker. So. Oh ja, genau. Hier kann ich mal wieder ein paar einsammeln. Töten. Sogar einen Apfel kriege ich gespawnt. Au, du nervst. Du stirbst. Und ja, ich muss mir endlich das Defense Upgrade beim Schmied kaufen, beim Rüstungsschmied. Das ist sowieso gemein. Ich bring denen Erz, dass sie was arbeiten können und die verlangen trotzdem den vollen, naja, den Vendor-Preis von mir, weil ich ja Vendor-Coins benutze. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass es hier weitergeht. Wow, das war mal schöner Schaden. So, kommt alle her. Wenn ich euch nämlich töte, gibt das noch mehr. Wenn ich euch töte, noch mehr. So. Herf zurück. Und dich habe ich da oben schon wieder übersehen. Rummel. Aber dich nicht. Dich habe ich nicht vergessen, mein Freund. Und du kommst mir auch nicht davon. So, Geld einsammeln. Mana und ein paar Silbermünzen. Sehr schön. Oh. Save Point bedeutet immer, hier geht's weiter. Geht's hier unten etwa zu den Skeletten? Auf jeden Fall geht's hier zu einer Vendor Coin. Oh, das sieht nett aus da drüben. Ja, hier geht's zu den Skeletten. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier die Skelette. Noch alle tot. Für was die Brücke dann überhaupt? Achso, die rote Brücke, stimmt. Oh, noch ein Erz. Noch ein Erz. Kumpel, du bist gerade volle Kanne an mir vorbeigelaufen. Und da wir... Au. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab's ja vorhin gesagt. In den Kisten sind Bomben. Sollte ich jetzt in Zukunft dran trinken und boah, die machen verdammt viel Schaden, die Redneck-Skelette oder die Punker-Skelette mit ihren Spikes auf dem Schädel.
Ne, wisst ihr was? Bevor ich mich jetzt hier bei den Skeletten weiter umsehe, gehe ich zum Portal zurück. Grade mich mal ordentlich ab. Ich habe nämlich jetzt 3000 Gold. Dann gucke ich mal kurz, was die Pyramide hier jetzt gebracht haben soll. Und dann können wir immer noch wieder hier reingehen. So. Gut. Ich bin ja der Meinung, die hat hier drüben was ausgelöst. Jupp. Eine Pyramide. Und übrigens liegt hier eine Vendor-Coin, die wir jetzt erreichen können. Die wir wahrscheinlich auch vorhin schon hätten erreichen können. Nur viele andere Dinge können wir nicht erreichen. Was hast du nochmal zu sagen? Wie viele Pyramiden müssen wir aktivieren? Das Innere ist gebaut wie ein Labyrinth. Die 6 kleinen Pyramiden aktivieren. Ja. Davon haben wir gerade mal eine aktiviert in den Caverns. Go see Richard Kane, he's just the road. Aha. Ah, ich kann doch auswählen, wo ich hin teleportiert werden will. Cool. Wobei ich das nicht lesen kann. Das muss man dann wirklich mit Trial and Error. Und der kocht immer was Nettes für mich. Sehr schön. Okay, an die Sachen da oben komme ich erst dran, wenn ich die Picke habe. Und Altar of the Sun komme ich halt nicht rein. Weil dazu muss ich erst die Fackeln hier anzünden, sozusagen. Jo. Okay. Gut, erstmal kaufe ich mir Defense Upgrade. Gives the Paladin to stun any target he hits for. Ne, erstmal nur das. So, kann ich mir hier noch was? Combo Timer. Auf jeden Fall. Dann lasse ich dir mal und dir mal Ärzter. Jetzt könnte ich Combo Healing verbessern von 2 auf 4 pro Sekunde. Was kann ich bei dir? Healing. Healing wäre schon mal nicht schlecht. Und den Rest spare ich mir am besten für Shield. Dann kriege ich nämlich 180 Grad Defense. So. Mana Pool. Nö, nicht so wirklich. Weil jetzt kann ich den hier machen. Und du hast nichts. Jetzt müsstest du wieder was haben. Oh ja. Charge Range. Charge Damage und Sword Damage. Aber nee, das lasse ich jetzt auch mal erstmal sein. Ich will erstmal mein Schild noch eins hochboosten, bevor ich irgendwas anderes mache. So. Jetzt orientieren sich auch die Mana-Sachen ein bisschen mehr einzusammeln. Gut, dann gucken wir hier unten jetzt bei den Skeletten fertig. Ich hätte auch ruhig die Brücke nehmen können. Egal. Und ich würde sagen, wenn wir mit den Skeletten da unten fertig sind, gehen wir zurück zum Save Point. Und dann mache ich erstmal einen Cut und guck mal, wie die Aufnahmesession jetzt geworden ist. Da es ja mit DX-Tori ja nicht geklappt hat. Oh ja, so eine nervige Fahne. Ach ja, stimmt, das ist die, ich mache alle Gegner Aggro-Fahne. So, bisschen hochheilen, wenn wir es schon können. Der Arena. Nee, durch die Arena muss ich doch durch, hieß es. Okay. Nee, nee. Dann lasse ich die Arena erstmal aus. So. Heile mich mal vollständig hoch.
Okay, lieber hier oben weiter schauen. Oh je. Yeah. Ameisen mal wieder. Und da ist wieder so eine kleine Kriecherkolonie. Oder Stachelkolonie. Stimmt, Kriecher waren die Standardviecher. Sporen waren die Luftabwehr. Und Stachel war die Bodenabwehr. Zumal ich die Stachelkolonien immer ein bisschen imbar fand. Was die an Damage gemacht haben in StarCraft 1. So. So. Die weg und man ist hier wieder viel Grünzeug, wo sich solche Stachelkolonien verstecken können. Und solche Bugs. Ist hier hinten überhaupt was? Aus den Haufen Gegnern. Hier hinten ist gar nichts. Wollt ihr mich jetzt veralbern? Für was bin ich hier hinterhin, wenn hier gar nichts ist? Okay, wurde ich einfach mal ein bisschen vom Spiel getrollt. Jedenfalls ist jetzt noch nichts hier. Gut, dann kann ich ja noch wenigstens zur Arena zurücklaufen. Und dort dann... safen. Weil alles andere haben wir schon entdeckt. Und für den Rest müssten wir erstmal das Wasser abpumpen. Und wir haben ja den Lever für den Pump Room noch gar nicht. So. The Arena. Und was hast du zu sagen? Glad to see someone made it all the way here. My man and I managed to hold the monster's back. This part of the cave should be clear. Okay, Soldaten. Du führst? Survivor Zero. Okay. Unfortunately, the bridge was activated from the other side. The only way to get over there is by going to the arena. I hope you're strong. In all my time here, I've never seen anyone survive the arena. Okay. Ich weiß ja nicht. Ich sollte die Aufnahmesession hier erstmal beenden. Sicherheitshalber gehe ich nochmal runter. Und nochmal hoch, um das Spiel richtig zu speichern. So, und dann hoffe ich mal, dass es dass jetzt geklappt hat mit der Aufnahmesession und dass ihr mir weiterhin zuseht. Also, bis dann.